結構遠くから来たか今。はい、そうですか。結構大きいですね。スマッシュします。スマッシュ。Should I smash it? 大丈夫、大丈夫。と思う。大丈夫。はい。Okay. Peace, Freunde, was geht? Herzlich willkommen. In. Maxi. Ah, okay. In Tokyo. That we were going places, turning the memories fading. It goes around like trouble. Ist auf jeden Fall ein riesiger Bahnhof. Eieiei. Da rein Tickets holen. Shinkansen. Okay. Shinkansen JR Line. JR stands now for Junior. But if you want, you can see Randy Senior. We want to go to Osaka. Osaka? Osaka, yes. Hi. Es ist jetzt 19 Uhr, 19.08 Uhr. Wir haben uns eine Stunde später genommen, so 20.03 Uhr fahren wir. Jetzt würde ich sagen, wir holen uns noch ein paar Snacks, Max, und dann geht's auch los. Das ist Chicken Katsu, glaube ich, und das ist Fresh and Taste. Boah, das sieht aber echt komisch aus, da ist auch so eine Wurst drin oder sowas. Ja, gell? Ja, das stimmt das nicht. Arigato. Also, Freunde, wir sind angekommen. Schau, jetzt fährt der Bullet Train schon raus. Ich glaube ehrlich, dass Lukas jetzt dahinter geht, da, um ein Foto von dem Train zu machen. Aber er nicht mitbekommen hat, dass dieser Zug weggefahren ist. Und diese Sandwiches, die haben immer einen Weg, sie elegant zu öffnen. Ja. Smart. Es ist wirklich nicht zu glauben, dass du sowas aus dem Supermarkt kriegst, einfach random. So krass. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es sind Meister, ehrlich. Auf jeden Fall wird der Zug, es ist eigentlich in Deutschland auch so, aber hier sieht man das halt ein bisschen mehr gereinigt. Und ihr werdet gleich sehen, diese Züge, wir sind jetzt so oft U-Bahn gefahren. Ich sag's euch ehrlich, es gibt keine dreckigen öffentlichen Fortbewegungsmittel. Das ist wirklich unnormal sauber, alles. In Deutschland, die ICEs werden gefühlt einmal gebaut und nie wieder geputzt. Check ich nicht. Hat irgendwas gebracht gerade? Ich weiß es nicht. Ich habe kurz gedacht, vielleicht damit der vorne, der Schaffner, sehen kann, wenn die so machen, aber unmöglich. Oder ist hier eine Sch... Boah, wir haben so Glück, Alter. Wir sitzen einfach genau hier. Boom. Also jetzt schaut euch das an, wie geordnet. Seht ihr das? Der Boden. Von dem Boden kannst du essen. Hier liegt nirgendwo Müll, hier liegt nichts. Hier kann man anscheinend diese Bänke auf jeden Fall nicht umdrehen und so, aber es ist wirklich clean. Jeder ist ruhig, jeder ist leise. Die Menschen sind einfach höflich. Ich weiß nicht, was für ein Wort. Gesittet. Ich bin jetzt gerade der Einzige, der hier drin rumredet, aber... So, den Knopf habe ich hier gefunden, jetzt schaut. Boom. Wow. Oh, du hast ein Problem. Ja, Funkfahren. Das Schlafen. Wir haben einfach ein Bett gebucht. Das ist Business Class im Flieger fast. Ja, beim Business Class Flug geht dann noch so hoch, dann hast du wirklich ein Bett. Ah, okay. Für alle Leute, die auch solche Fragen haben, was Business Class und sowas angeht, findet ihr alles auf Lukas Kanal. Zumachen willst du das Fenster, kannst du es zumachen. Schau, du kannst unten nach oben. Genau, das ist so leicht. Und das kann man, glaube ich, auch hoch tun, oder? Nee. Nee, das ist einfach nur ein nerviges Ding da. Ah, okay. Dieses gefüllte Croissant. Dieses gefüllte Croissant habe ich das erste Mal gegessen in Düsseldorf, als wir diese kleine Japan-Tour gemacht haben durch Düsseldorf. Und ich liebe diesen Teig, ich liebe dieses ganze Tingeling-Ting-Ting. Ist einfach eine nice Sache. Ist so ein Horn eigentlich. Ist ein Hörnchen. Ein Vanillehörnchen. Ich glaube, es ist ein Vanillehörnchen. Ich sag dir ehrlich, ich mag keine Vanillecreme, aber probier es, das ist krank. Die machen alles richtig, diese Leute. Ich weiß nicht, wie ich euch erklären kann, aber wenn ihr euch ein Kissen wünscht, würdet ihr so ein Kissen haben wollen. Gigantic high wing. Oh, Bruder. Do you know how they call it over here? Korean chicken. In Japan. Some Chinese people making some Korean chicken in Japan. Das macht keinen Sinn, oder? Als wir nach Schweden gefahren sind, hast du mir die ganze Zeit erzählt, dass das Wetter so wird, bis wir rausgefunden haben, dass du die ganze Zeit Dänemark rausgesucht hast. Ach so. Als wir in Libanon fahren, hast du auch gesagt, dass das Wetter so wird, bis wir rausgefunden haben, dass du irgendeine Stadt in Libanon genommen hast und nicht Beirut. Eine Sache, die safe jeden hier interessiert, wie sehen die Toiletten aus? Wir müssen uns aber jetzt beeilen. So sehen die Toiletten aus. Und dann gibt es hier draußen ein extra Waschbecken, ganz nice. Und für Männer gibt es noch das hier, crazy, Alter. Straight from Louisiana. Take this one. Osaka, we arrived. By the way, nur damit ihr versteht,
Wir waren jetzt gerade wieder bei 7-Eleven, haben übelst viel Essen gekauft. 2 Stunden. Zugfahren heißt, beide kriegen wieder Hunger. Das ist wirklich nicht normal. Wir sind wirklich. Also Freunde, wir sind da hinten rausgekommen. Ihr seht, hier ist so eine Schlange. Ziemlich nice. Alle warten hier. Und dann kommen so die Taxis hier angefahren, du steigst einfach ein, alles mit System. Das sagt so alles über Japan aus. Es ist alles geordnet, alles ruhig, alles sauber, alles clean. Und ich muss euch ehrlich mal sagen, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr hart verliebt in dieses ganze japanische Ding. Wir haben einfach das niceste Cab wieder erwischt. Hell yeah. Luxury Shop. Schau, die Türen gehen immer automatisch hier auf. So nice, Alter. Die Tage, die wir jetzt bis jetzt in Tokio waren, haben wir durchgehasselt. Wir wussten jetzt auch nicht, ob wir nach Osaka wieder nach Tokio sollten. Am Anfang, aber wir haben eine Sache kapiert. Nicht mal 4 Wochen in Tokio reichen dir, um Tokio gecheckt zu haben. So groß ist es. Lange nicht, Alter. Crazy, gell? Es gibt zu viel zu machen einfach. Es gibt zu viel zu machen. Diese Stadt hat, ich glaube, fast 40 Millionen Einwohner, gell? Ja. So, das ist halb Germany in einer Stadt. Und hier geht auch mal ein dickes Shoutout an euch alle raus für die ganzen Kommentare, Likes und Abos. Kuss geht raus, Leute. Have a nice day. Good night. So, friends, welcome to Osaka. You need both passports? Oh, is okay? Oh, thank you very much. I used to play basketball, that's why. Oh, basketball. So the most important questions, are here any parties in Osaka? Parties? Party? Party. Party, oh, yes, yes. Also dieses Hotel hat auf jeden Fall so ein clubmäßiges Aussehen. Oh, it's nice, man. Ich hab gewusst, dass der nice ist, Bruder. Ich hab's so gewusst, wir haben beide schon abgecheckt. Good, man. Oh! Halleluja, Alter. Ich schwör's dir. Was wir auf jeden Fall gekauft haben, sind hier einmal Chips. 4-mal dieses. Lukas hat sich das hier nochmal geholt. Ein Pork Cutlet Sandwich with Sauce. Ein Cookie. Baumkuchen ist hier auch so ein Ding. Das lieben die. Chicken and Rice. Ich bin ein absoluter Onigiri-Fan und ich habe hier noch keins gegessen. Deswegen habe ich gesagt, das muss man sich auch mal gönnen. Ja, so romantic thing, sehe. In welchem Land kriegst du bitte Fried Chicken mit Rice? Egal wann. Mayo. Jetzt, wenn das Chicken noch gut ist, dann hat wirklich 7-Eleven in Tokio alles richtig gemacht. Diese Egg Sandwiches, meine verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, sind der absolute Endgegner. Das sind eine 10 von 10, eine glatte. Wir haben keine Drinks, gell? Na. Ich überlege. Schaut das an. Das ist einfach aus dem 24-7 7-Eleven, ja, die immer holen kann und damit in einen Zug reinsitzen kann und das... Würde ich jedes Mal da hingehen, bevor ich zu Burger King gehe oder so. Bei uns? Butterbrezen. Butterbrezen. Aber Butter, nein. Das kann man auch... Butterbrezen ist schon was Geiles auch. Stell dir vor, du hättest das mit 12 von deiner Mama gekriegt für die Schule. Bruder. Direkt Klassensprecher. Dann hätte ich Abitur.